Welcome to Primetime, bitch! Und damit möchte ich gar nicht anspielen auf die Sendezeit von meinen Videos hier auf YouTube, weil ganz ehrlich, wir wissen alle, wir sind auf YouTube und die Videos senden genau dann, wann du sie anklickst. Aber Welcome to Primetime, bitch! Ist wahrscheinlich eines meiner persönlichen Lieblingsfilmzitate von Freddy Krueger. Damals natürlich noch gespielt großartig von Robert Englund, dann im Remake übernommen von Jackie Earle Haley in einem Film, der wirklich international gehasst wird, wo alle Leute gemeint haben, nein, das ist so ein schlechtes Remake und so ein Sars und Smorn und Ors, aber ich persönlich eigentlich verhältnismäßig der Meinung bin, dass das gar kein so schlechtes Remake war und ich stehe zu dieser Meinung. Ich persönlich fand das Nightmare on Elm Street Remake gar nicht einmal so schlecht, vor allem eben, weil er grundlegende Ideen aus dem Original genommen hat und diese, wie beispielsweise Freddys Beziehung zu den Kids, noch weiter ins Düstere abdriften hat lassen, sodass eben diese Dualität, dass wir eigentlich beim Nightmare on Elm Street Franchise die meiste Zeit für den Killer geroutet haben und nicht für die Hauptdarsteller, ein bisschen hinterfragt wird und das finde ich gut. Außerdem hat Warner, als sie den Film bei uns im Blu-ray Steelbook veröffentlicht haben, es war eines der Blu-ray Steelbooks, das noch damals, nennen wir es in den Troubled Times, veröffentlicht wurde, als noch niemand wirklich wusste, was er jetzt eigentlich mit diesem riesengroßen FSK-Flatschen auf dem Frontcover anfangen sollte. So gemacht wurde, dass Warner das Steelbook einfach in einen PET-Slip gepackt hat und eben genauso wie das komplette Backcover auch den FSK-Flatschen da drauf getan hat. Natürlich hat das das weitere Problem, dass der Flatschen jetzt doch immer noch fest ist und eigentlich nicht ablösbar, aber Warner hat damals ja relativ viel experimentiert mit PET-Slips, weil sie damals ja auch die Premium Blu-ray Collection auf den Markt gebracht haben, die dann leider sang- und klanglos untergegangen ist. Schade, ich mochte sie sehr gern. Das Frontcover von diesem Blu-ray Steelbook sieht auf den ersten Blick ein klein wenig unscheinbar aus, aber wenn wir es dann im richtigen Licht bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, zeigt das Steelbook, was es drauf hat. Freddys Clown-Hände, aber auch andere mehr oder weniger hitzige, verbrannte Elemente von seinem Gesicht bewegen sich hier sehr schön mit dem Licht mit, verändern ihre Farbe, verändern ihre Leuchtkraft, sodass das ein eigentlich unglaublich düsteres, aber eben auch unglaublich passendes Motiv ist. Genauso wie hier auf dem Backcover einfach nur die vier Kratzer, entweder passend zu Freddy Krueger oder zu The Howling, ich weiß es nicht, aber es ist ein wirklich sehr, 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 sehr einfaches und schlichtes Backcover, ist aber trotzdem Warner, war immer schon ein Label, das ein bisschen bei seinen Steelbooks experimentiert hat, wo man hier aber zumindest, finde ich, sagen kann, dass das Experiment nicht unbedingt gescheitert ist. Gescheitert ist das Experiment aber definitiv hier auf der Blu-ray-Disc selbst, da schmeißt mir nämlich sogar den Autofokus raus, weil es wieder mal eine Disc ist, die einfach nicht gestaltet ist. Es ist einfach Urzach und Urmau. Drinnen dann ein Werbeflyer und das, was ich bis heute ganz gerne bezeichne als eines der schlechtesten Innenartworks aller Zeiten. Bist du deppert? Es haben sich einige Labels wirklich bemüht, aber ich finde, man sollte hier immer noch eine Abstufung treffen. Habe ich einen alten Film aus den 60ern vor mir, von dem es vielleicht nicht mehr ganz so viel Material gibt, oder einen aktuellen Kinoblockbuster, zu dem man möglicherweise imstande sein sollte, ein scharfes Artwork zu finden? Nein! Warner hat hier ein absolut unscharfes, verpixeltes Bild aufgeblasen und ich hoffe, man kann das ansatzweise auch hier im Video erkennen, wie diese einzelnen Pixel hier eben am Rand zu erkennen sind. Auf der rechten Seite bei diesem durchgehenden Artwork sieht man das Ganze nicht ganz so leicht, aber eben am Rand von Freddys Händen, vor allem eben bei den Messerfingern, ist es wirklich mehr als nur offensichtlich, bist du deppert. Also das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, derjenige, der so ein Steelbook abliefert bei einem aktuellen Kinofilm, der gehört einerseits einmal hochkant gefeuert und ausnahmsweise und außerdem gehört sich für sowas entschuldigt. Das ist wirklich eine Frechheit. Vor allem, wenn das eben von einem aktuellen Kinofilm ist, zum Normalpreis veröffentlicht wird und sich Warner eben sogar noch Mühe macht mit einem PET-Slip
Und so weiter mit einem nicht aufgedruckten Backcover. Da sieht man ja, dass sie sich eigentlich Gedanken gemacht haben. Aber dieses Innenartwork ist und bleibt einfach nur eine freaking Frechheit.